Bei Goodbye Deutschland suchten bereits zahlreiche Auswanderer ihr Glück im Ausland, nicht immer sollte der Schritt in ein neues Leben dabei auch in einem Happy End enden. Alles über die traurigsten Schicksalsschläge des TV-Formats und deren Teilnehmer erfährst du hier. Goodbye Deutschland – Der Traum vom Auswandern. Bereits 2006 wurden die ersten Folgen der erfolgreichen Doku-Serie Goodbye Deutschland ausgestrahlt. Dabei begleitet der Sender Vox zahlreiche Deutsche auf dem Weg in ein neues Leben fernab von Deutschland. Ob auf der Insel Mallorca, in Südafrika, Italien oder in der USA, die TV-Auswanderer werden bei ihrer Reise ins Glück von den zahlreichen Kameras begleitet. Dabei brachte die TV-Show bereits das ein oder andere Sternchen zum Vorschein, Jens und Dani Büchner, Caro und Andreas Roben, Daniela Katzenberger oder die Reimanns erfreuten sich nach ihrer Teilnahme an Goodbye Deutschland großer Beliebtheit und waren daraufhin auch in anderen Formaten zu sehen. Nicht immer laufen die Auswanderungen allerdings nach Plan. Manchmal durchkreuzen schwere Schicksalsschläge den Traum von einem neuen Leben im Ausland. Heimweh, Existenzängste, Trennungen oder gesundheitliche Probleme. In den letzten Jahren mussten bereits einige Auswanderer mit schwierigen Hiobsbotschaften zurechtkommen. Eine der wohl bekanntesten und traurigsten Geschichten dreht sich in der Geschichte der Goodbye Deutschland Auswanderer wohl um Jens Büchner. Im Alter von nur 49 Jahren stirbt der Mallorca-Star an Lungenkrebs. In der Öffentlichkeit trauert bis heute Dani Büchner um ihren verstorbenen Ehemann. 2018 kämpften die beiden sogar in der TV-Show Sommerhaus der Stars um den Sieg und stellten dabei ihre Beziehung auf die Probe. Bis heute teilt Dani Büchner zum Todestag und zum Geburtstag ihres Liebsten immer wieder liebevolle Worte über ihren Partner. Auch heute noch lebt die TV-Persönlichkeit auf der Insel Mallorca. Auch die Auswanderinnen Silvia Breuer, 50, und Ingoz Mildenberger, 36, und Julia Holz erkrankten in den vergangenen Jahren an Krebs. Renja und Joachim Reinig-Schmidt kehrten Deutschland 2008 den Rücken und starteten mit ihrem Sohn Chris und ihrer Tochter Jackie in Alabama in ein neues Leben. Die Familie eröffnete die Schnitzelranch. Sprössling Chris strebte damals eine Karriere als Offizier bei der US Army an, das Fliegen war seine Leidenschaft und sollte ihm 2013 zum Verhängnis werden. Bei einem Flugzeugabsturz stirbt der Teenager damals im Alter von 17 Jahren. Michael Mayer wurde 2013 von Goodbye Deutschland dabei begleitet, wie er mit seinem Kumpel Jens Schreiber auf der Insel Korfu ein Gästehaus mit dem Namen Villa Micha eröffnete. Am 4. Dezember 2020 verstarb Michael dann ganz plötzlich im Alter von nur 58 Jahren in Griechenland. Sein Freund Jens widmete seinem Wegbegleiter damals traurige Zeilen via Facebook: „Ich habe dich sehr geliebt, mein Freund. Vergangene Nacht warf mein Leben voll aus der Bahn. Gute Nacht, sagte ich zu dir. Es war alles wie immer. Am Nachmittag warst du schon oben und schautest auf mich herab, ehe ich realisierte, dass es dich nicht mehr gibt.“ Werner Bösel wanderte 2015 mit seiner Familie nach Texas aus und gründete die Bösel Ranch und sein eigenes Restaurant Joe's German Restaurant Schnitzelhaus. 2021 teilte seine Ehefrau Christine die traurige Nachricht vom Tod des TV-Auswanderers im Alter von 62 Jahren. Via Facebook hieß es damals: „Mit gebrochenem Herzen muss ich euch darüber informieren, dass mein lieber Werner heute Nacht verstorben ist.